Und ich glaube, da verdienen die auch gar nicht so schlecht dran an den Leuten, die morgens irgendwie aus der Disco kommen und dann schon da Brötchen kaufen. Oh, ich wollte mich gerade darauf stellen. Was sollten wir jetzt damit machen? Weiß ich nicht. Guck mal, 4 von 8 Secrets. Ich meine, wir haben da jetzt nichts mitgenommen und nichts draufgelegt, oder? Nö, ich wollte da eigentlich raufspringen, aber... Lies du. So lang. Ach so, wir haben hier auch eine Gesamtstatistik, sehe ich gerade. Insgesamt 24 von 60 Secrets, das ist ganz schön schlecht. Und wir spielen schon 3 Stunden. Wollen wir vielleicht gleich mal eine Pause machen? Die können wir machen. Aber immerhin haben wir überhaupt ein paar Secrets. Ja. Ich würde sagen, nach diesem Level, oder? Okay. Theben, Luxor. Wir haben Luxor betreten. Die Nacht ist vorbei. Du müsstest jetzt also leichter vorankommen. Ich glaube, dass wir endlich der Lösung einiger Rätsel näher gekommen sind. Ich habe viele wertvolle Informationen gesammelt. Wer ist eigentlich ich in dieser... Also, wer spricht hier? Netriska? Netrixa? Wer ist... Das nicht unser Auftraggeber? Keine Ahnung. Hier in Luxor haben die Thebaner ein Ritual der Götterbeschwörung durchgeführt. Das Amon-Ra-Zeichen spielte dabei eine Rolle. Das Ritual wurde in einem großen Raum mit Hilfe eines aufsteigenden Obelisken durchgeführt. Ich habe auch gelesen, dass bald nach dem Aufsteigen des Obelisken Götter vom Himmel kommen. Das klingt komisch, aber es steht geschrieben, dass sie in einem hellen Stern kommen werden, der über der großen Pyramide vom Himmel fallen wird. Dann wird ein Lichtstrahl von dem Stern die Pyramide erhellen und etwas später wird der Stern in den Himmel zurückkehren. Geht es hier um Aliens? Möglicherweise. Jedenfalls konnten sie die Götter nach dem Aufstand nicht mehr beschwören. Es muss etwas mit dem Verlust des Amon-Ra-Zeichens zu tun gehabt haben. Dem Zeichen, das du jetzt besitzt. Du musst den großen Raum mit dem aufsteigenden Obelisken finden. Dann entscheiden wir, wie wir fortfahren. Bist du schon wieder vorgelaufen? Ja. Okay, wo muss ich denn lang? Durch diese Tür? Nein. Also bei mir sind hier noch mechanische Viecher. Du bist einfach weggegangen. Heißt, du bist auf der anderen Seite und ich bin jetzt auf der anderen Seite. Hier ist eh zu analysieren. Diese Tür kann man nicht aufbrechen. Sie zeigt eine Szene aus der Reise in die Unterwelt. Eine Saga berichtet, dass der Gott Anubis das Herz der Menschen in die Unterwelt... Moment, hä? Dass der Gott Anubis das Herz der Menschen, die in die Unterwelt kommen, gegen die Wahrheitsfeder aufwiegt. Wenn das Gewicht übereinstimmt, wird die Person von Osiris willkommen geheißen, aber wenn es nicht stimmt, wird sie von einem Monster gerissen. Cool. Was, wir sollten in so einen Raum, wo so eine riesige Statue steht? Du kannst das Wagenritual durchführen, wenn du ein goldenes Herz und die Wahrheitsfeder findest. Die müssen irgendwo in den angrenzenden Höfen sein. Versuche sie zu finden. Gut, hier kommen wir nicht durch. Stand da nicht eben, dass wir so eine riesige Statue finden sollten? In so einem Raum? Bei irgendeinem Obelisken wird das Ritual durchgeführt, aber wir sollen... Wir müssen erstmal das goldene Herz finden. Ich höre hier irgendeine Mechanik sich bewegen. Hier komme ich nicht durch. Nee, Moment, war das die Tür? Nee. Ich habe wieder keine Ahnung, wo du bist. Hier ist eine Tür. Und hier sind... Ah, Skelette. Wo bist denn du? Ich bin hier in so einem Hof. Hier auch. Ich bin in 2 Höfen. Irgendwas verschiebt sich hier die ganze hier Zeit. Hier bist du doch. Ja, achso, die Tür habe ich die ganze Zeit gehört. Von wo bist du gekommen? Durch die Tür da hinten. Weil so. Die Tür ging nicht auf. Okay. Hier ist dieser Hof mit dieser fetten Statue. Ja, von daher komme ich gerade. So. Geht diese Tür denn auf? Nein. Hast du schon ein goldenes Herz gefunden? Nein. Kann man hier rauf und dann da oben? Nein. Dann sind wir hier wohl falsch. Bist du jetzt schon wieder weggegangen? Nö, ich bin noch in dem Raum mit der Statue. Okay, dann komme ich. Dann müssen wir wahrscheinlich... Ich höre... Wah. Hallo. Hallo. Dann müssen wir woanders hin. Da oben ist noch eine Tür. Und ich glaube auf der anderen Seite auch. Aber da kommen wir nicht hin. Toll. Was ist das da hinten? Hier liegt irgendwas. Hier kommen wir nicht hoch. Ja, und das ist die Tür, die nicht aufgeht. Ja. Wie kommen wir denn da oben an diese Türen ran? Ich höre ein Knurren. Ich auch. Hier ist Einrüstung. Da kommen wir nicht hoch.
Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Gibt's hier noch Türen? Da ist noch eine Tür, oder nicht? Ja. Haha. Wow. Ich hab eben aber auch gesehen. Ich dachte, du wärst schon drin gewesen. Nein. Hier war ich noch nicht. Ich höre irgendwas stampfen. Gut, das scheint dann der angrenzende Hof zu sein. Hier geht's noch... Nee, Moment. Kommen wir hier in denselben Raum? Ja. Ja, okay. Das ist irgendwie mal keine Hilfe, dass wir einen Obelisk suchen sollen. Hier sind überall Obelisken. Ja, aber wir sollen einen großen Obelisken suchen. Wir sind alle groß. Aua. Ja, was hat mich getötet? Ach, der hier. Hast du schon ein goldenes Herz gefunden? Geheime Kanonenkugeln entdeckt. Nee, noch nicht. Hab ich jetzt geheime Kanonenkugeln entdeckt oder du? Ich glaube du. Aber die waren gar nicht geheim, die lagen einfach nur in der Ecke. Hm. Naja, gut. Hast du schon was gefunden? Nö. Bist du immer noch hier? Ja. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Ach, da. Aua. Wo? Von... Hä? Ich werde beschossen, aber ich weiß nicht von wo. Von dem das schon mal nicht. Laser. Hm, keine Ahnung. Öffnet sich denn diese Tür hier? Oh ja. Hm, das könnte doch... Hier könnten doch irgendwo goldene Sachen rumliegen. Aber wenn der Obelisk so groß sein soll, dann müsste man ihn ja eigentlich auch schon sehen, oder nicht? Vielleicht ist er noch nicht ausgefahren. Da stand doch irgendwas von einem aufsteigenden... Aua. Obelisken. Vielleicht kommt er aus dem Boden. Die Mechanik ist ja super hier in Ägypten. Ja, die waren schon schlaue Leute. Hey, wie bist du darauf gekommen? Ach so, hochgesprungen. Okay. Ich höre schon wieder... Ah, hier. Gut. Um hier hochzukommen, brauchst du einen Trick. Du musst springen. Wie hast du das gemacht? Ich sag's dir, wie Leertaste. Hier sind überall irgendwelche Särge, glaube ich zumindest, dass es welche sein sollen, aber kein goldenes Herz. Probier mal die Leertaste zu drücken. Ja, kommen wir hier hoch? Nein. Da oben ist eine Brücke, wie kommen wir da denn hin? Wir könnten vielleicht diese Treppe hier nehmen. Wir können aber auch versuchen, hochzuspringen. Ja. Und dann zu merken, dass wir es nicht schaffen. Ah, hier, da. Stirb. Au. Oh. Wir wurden beide getötet. Oh. Der zieht ganz schön viel ab. 50. Ich war irgendwie mit einem Schuss tot. Wir können da rüber. Da rechts sieht, glaube ich, irgendwas, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, vierarmiger Typ. Ja, liegt was. Was ist das? Das ist ein... Das ist eine Feder. Goldene Feder. Ja, dann brauchen wir die Feder. Dann brauchen wir noch das Herz. Hast du die eingesammelt oder ich? Ich war da gar nicht hin. Dann hast du die eingesammelt. Hier sind Gitter, da kommen wir nicht durch. Gibt es zufällig eine andere Seite, wo jetzt noch die... das Herz liegt? Also hier ist noch eine Tür. Oder brauchen wir nur die Feder? Ich weiß gar nicht genau. Wo bist denn du? Oh, hier sind wir oft wieder in der Starthalle. Hier? Ach so. Ja. Vielleicht müssen wir jetzt auf die andere Seite gehen. Ja. Ah, nein. Nein, sie haben die Statue kaputt gemacht. Ihr Schweine. Wo bist du? Ich bin schon bei dem Raum. Im anderen Raum. Immer läufst du einfach weg. Warte auf mich. Ich höre Rumgeballer. Ich höre immer noch Rumgeballer. Hier bist du. Da sind Lava-Golems. Oh, sie haben mich getötet. Gibt's hier wieder geheime Kanonenkugeln? Nein. Boah, aber Ochsen.
Aua, 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 Hilfe. Noch 5 Leben. What the fuck? Was? Ich wurde zermatscht. Wovon? Von einer Wand. Hä? Wieso? Irgendwo hinter dir ist so eine Wand, also so ein Raum, wo du rein kannst. Hinter mir? Ja, ich weiß gerade nicht, wie du stehst. Oh. Moment. Ich sterbe die ganze Zeit. Du wurdest in Fetzen gesprengt. Ja. Ich höre schon wieder Leute. Wo bist du? Hier. Wo hier? Hier. Wo hier? Hier dieser Raum. Warte, ich komme. Liegt da zufällig das goldene Herz drin? Nein. Hier bin ich drin geblieben und hab's auf die geballert und dann kam auf einmal die Decke runter. Ach so, okay. Und wir stehen gerade auf der Decke. Geheimes Munitionslager gefunden. Aha. Was, wo? Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen da weiter, wo die Türen sind. Ich höre einen Ochsen. Jetzt nicht mehr. Da müssen wir bestimmt rein. Und jetzt gehen hier bestimmt die Türen runter. Nein, doch nicht. Aha. Ein weiterer Hof. Wow. Wow. Ah, geh weg, du Vieh. Statt neben dir. Ich habe keine Munition mehr, nur noch für meine Schrotflinte. Oh, hier liegt. Achso, das ist aber auch Schrotmunition. Ich gehe mal davon aus, da oben ist irgendwo die. Irgendwo da oben drin. Andere. Das vermute ich auch, dafür müssen wir aber irgendwie da rauf. Und zwar am besten über eine Treppe. Diesen Hebel hier. Wo? Oh. Weiß nicht, ich hab einen Hebel betätigt. Ich weiß mal nicht, was der gemacht hat. Hier nimm das. Und das. Ich habe keine Ahnung, wo du einen Hebel gefunden hast. Hier ist irgendwas aufgegangen. Okay. Nee, dann war's das. Hier ist ein Hebel. Ah, noch einer. Okay. Jetzt ist bestimmt auf der anderen Seite aufgegangen. Nee. Hier? Nee, hier ist ein Hebel. Ach, den hast das war der, den ich schon gedrückt. Okay, hier ist aufgegangen. Hier ist aufgegangen. Ah, geht weg. Zu viele Leute. Hinter dir ist noch einer. Wow.